Willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Minecraft. Ja Leute, wir sind wieder zurück und heute machen wir weiter. Und ich habe nachgegoogelt und Google ist mega nett, okay? Das sagt mir immer alles, was ich wissen will. Das ist wie mein zweites Gehör eigentlich. Oder mein erstes, ich habe keins. Aber Leute, auf jeden Fall haben wir ein Nether-Portal erstellt. Und die Regeln sind, dass wir 1024 oder irgendwie sowas eine Zahl machen wir 1500, um sicher zu gehen. Meter in der normalen Welt von unserem momentanen Portal entfernt sein müssen. Oder nicht Meter, sondern eher Blöcke. Und dann kommen wir in eine andere Gegend zum Nether. Der eine hat in die Kommentare geschrieben, nur 500. Aber da war ich mir nicht sicher, aber es sind 1024, okay? Aber Google hat immer recht. Oder Minecraft-Wiki oder wie auch immer. Gut, Leute, wir sind da wieder zurück und das heißt, wir müssen das mal wieder Obsidian als erstes holen, würde ich sagen. Und naja, ich sehe, du hast unten noch nicht abonniert, was ein riesiges Problem ist, denn ich meine, es ist kostenlos. Also abonnier und kostenlos und wenn du mehr Minecraft sehen willst, lass dann nach oben da. Zum Glück haben wir hier viel Obsidian, leider habe ich kein Wasser. Also wenn hier jetzt Lava sein wird, dann sterbe ich, okay? Ich werde elendig verrecken. Das dauert immer eine Weile, aber ist okay, Leute. Ich weiß mit Sicherheit, was ich tue im Videospiel. Schon seitdem ich 6 bin, Leute. Seitdem ich 6 bin, okay? Wie alt bin ich jetzt? 12. Okay, das heißt, seit 6 Jahren spiele ich schon allgemein Videospiele, okay? In der Zeit bin ich gut geworden, das steht fest. Schlafenszeit! Nun, mir wurden ein paar Tipps gegeben in die Kommentaren, wie wir, naja, da hochkommen können. Das, was ich beim letzten Mal machen wollte. Diese Tipps nehme ich auf jeden Fall zu Herzen. Nur, es ist halt nicht so einfach zu machen, wie es aussieht oder wie auch immer man es nennen will. Aber wir müssen theoretisch... Ich habe keine Ahnung. Das Ding ist, da wo keine Blasen sind, ne? Ich glaube, ja, da wo keine Blasen sind. Pass auf, Leute. Wo sind keine Blasen? Hier zum Beispiel, ne? Ah, okay, jetzt sind wir bis hier schon. Oder keine Ahnung. Ich check das immer noch nicht so ganz. Aber es sieht interessant aus auf jeden Fall. Wir müssen einfach nur die Blasen hochbringen. Das heißt, wir müssen ganz viele Eimer benutzen. Kann ich von... Okay, ah, jetzt sind da keine Blasen mehr, ne? Jetzt kommen da wieder Blasen raus. Okay, ich verstehe es jetzt so ein bisschen mehr. Ja, ich verstehe es mehr, muss ich sagen, okay? Definitiv sogar. Wir werden dann einfach ganz viele Eimer erstellen, okay? Das wird eine gute Sache sein, auf jeden Fall. Und ich habe vergessen, Wasser mitzunehmen. Das wird dann unser drittes Nether-Portal sein. Ja, ich bin echt gut in Rekorden aufstellen von Nether-Portalen, Leute. Mich würde manchmal interessieren, was die meisten Nether-Portale sind, die jemand aufgestellt hat. Bestimmt so. Und ich weiß, es gibt für alles einen Weltrekord, okay? Bestimmt eine Milliarde oder so. Naja, das ist so viel nicht, aber... wahrscheinlich aber eine Menge, okay? Ich hoffe, 14 reichen jetzt. Ich hoffe, ich weiß es gerade nicht, aber ist ja egal. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal weit weg, okay? Ich meine, wir gehen einfach ganz, ganz weit weg. Einfach ganz weit weg und eröffnen wir unser Nether-Portal. Lass mal kurz mal nachzählen, wie viel es war. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ich habe keine Ahnung, wo ich begonnen habe zu zählen. Ja, ich glaube, es sind 14. Ich bin mir nicht sicher. Okay, wie auch immer. Spielt auch keine Rolle. Und diese Lava ist jetzt schon eine lange Zeit, okay? Was hast du vor, du blöde Lava? Willst du mich eliminieren? Wenn ja, dann liegst du falsch, okay? Ich bin unsterblich. Naja, nicht wirklich, aber sie sagt es bitte niemand. Ich weiß nicht, wie weit die... Au, 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 au. Nicht schon wieder ihr, ey. Ich weiß wirklich nicht, wie weit ich weggehen soll. Also so gar nicht. Da fällt mir gerade auf, ihr habt immer noch keine Schafe gezüchtet, obwohl Schafe ja auch wichtig sein könnten, ne? Wolle. Die Frage ist, ist Wolle für irgendwas gut außer im Bett? Bestimmt. Sie haben bestimmt ihren Zweck, Leute. Außer halt ein Bett, aber ich weiß gerade nicht, was für ein Zweck. Vielleicht haben die auch keinen Zweck. Vielleicht habe ich mich getäuscht, Leute. Die Frage ist, was sind 1000 Blöcke, bitte? 1000? Ist das ein Scherz, aber? Soll ich wirklich 1000 weggehen? Ach du Kacke, Leute. Ich kann ganz weit weggehen, meinetwegen. Ich hoffe, ich bin aber nicht zu nah dran. Ich wette, ich werde es wieder übertreiben und zu weit weggehen. Ja, so wie ich mich kenne, wird das der Fall sein. Ah, Leute, wir wollen sicher gehen, okay? Wir wollen wirklich ein Nether haben, in eine Nether-Stelle kommen, die wirklich woanders ist. Weil wir haben Pech mit der Stelle. Zumindest da, wo wir wohnen. Und naja, wir hatten Pech und gut ist. Und jetzt müssen wir halt was machen, damit wir nicht mehr so viel Pech haben. Und das bedeutet, wir müssen eine andere Stelle finden. Weil wir müssen ja auch Lohn und sowas töten. Und da, wo ich bin, existieren nicht mal Lohn. Da existiert eigentlich gar nichts, außer Schweine-Menschen. Oder wie auch immer die heißen. Glücklicherweise habe ich ein Boot dabei. Leider habe ich so viele Gegenstände mit. Das ist echt frustrierend. Wieso habe ich meine Gegenstände alle mitgenommen? Ah, ich habe keine Ahnung. Na gut, wie auch immer. Ist jetzt halt so. Sogar ziemlich viele. Schatzkarte kann weg. Die Glocke leider. Wir haben noch eine Glocke dort oder so. Ich meine, eine Glocke reicht eigentlich, um glücklich zu sein, okay? Das ist das Ding, Leute. Ja, wir schwimmen sogar hier rüber. Ich muss wirklich sicher gehen. Ih, was ist das hier? Hallo, seid ihr freundlich? Okay, ihr habt wirklich gefährlicher ausgesehen, als ihr wart. Aber, na gut, Leute. Minus, okay, ich werde noch bis minus 100, 1000. Das sollte auf jeden Fall sicher sein, Leute. Minus 1000. Also einfach, wenn wir den nächsten Ort sehen, die nächste Gegend oder beziehungsweise das nächste Land sehen, okay? Dann können wir da chillen. Beziehungsweise da unser Portal aufmachen. Wir wollen nicht chillen, okay? Das wird kein Chillen sein. Falls du denkst, wir werden chillen, lagst du falsch, Bro. Und da haben wir auch schon Land gefunden. So, wir sind da. Wundervoll, Leute. Ausstieg. Was ist mein Schiff? Boot? Alter, das ist echt frustrierend mit dem Boot, ne? Manchmal verschwindet es einfach so. Ich habe keine Ahnung, wo es ist. Mega frustrierend. Naja, gut, wie auch immer. Dann habe ich halt eben kein Boot. Was soll's, Leute? Ist okay, ich kann damit leben, ne? Auf jeden Fall. So, das war so. Jetzt aber 4 hoch. 1, 2, 3, 4. Genau. Ist gut so? Es muss insgesamt 5 hoch sein. So, so, so.
Ja, das ist richtig diesmal. Mit Sicherheit, Leute. Yes. Okay. Dann wollen wir mal, Leute. Bring mich in eine bessere Gegend, bitte. Bitte, 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 bitte. Oh mein Gott. Yes. Es ist eine andere Gegend. Ich bin da dankbar. Koordinaten sind 14, minus 14 und minus 178. Interessant auf jeden Fall. So, mit dem Schwert geht es auf jeden Fall schneller. Oder mit... Ja, okay, es geht immer gleich schnell eigentlich. Daraus können wir geile Pfeile machen, habe ich gelesen. Deswegen sollten wir die auf jeden Fall abbauen. Nun, ob diese Gegend jetzt so viel besser sein wird, ich habe keine Ahnung. Aber ich hoffe mal, hier wird wenigstens irgendwas anders sein. Weil wenn nicht, dann haben wir ein Problem. Richtig? Tja, lass mal sehen, was wir hier haben. Also, wir haben hier wieder diese Schweinetypen. Hey Leute, schön, euch wiederzusehen. Ich komme in Frieden, wie immer eigentlich. Das Gute ist, die lassen mich halt auch immer in Ruhe, ne? Stell euch mal vor, wir würden jetzt unser anderes Portal sehen. Das wäre frustrierend. Also, jetzt ohne Scheiße, wäre so richtig frustrierend, weil... Ja, wir müssten einer dieser... Wie nennt man die nochmal? Dieser Lohn. Aber die verstecken sich in dieser einen Gegend. Okay, wo ist dieser Geist, der den ganzen Tag rumheult? Tja, wo bin ich gerade? Oh mein Gott. Das ist echt eine sehr merkwürdige Gegend. Aber hey, hier ist wenigstens... Es sieht vielversprechender aus als die andere Gegend. Das Ding ist... ich habe leider keine Kohle gerade dabei, ne? Ein großes Problem, Leute. Weil ich werde den Weg nicht so schnell zurückfinden. Ich meine, ich weiß ja jetzt nicht mehr, wo ich bin. Und ich bin wahrscheinlich so 5 Meter entfernt von meinem Zuhause. Ich habe auch keine Kohle oder so. Was bedeutet, dass ich... Oh, das ist aber gut. Den können wir töten, Leute. Dass ich den Weg nicht zurückfinden würde. Aber dich wollen wir töten. Weil du bist... Du kannst geile Sachen fallen lassen. Oder Schleim, irgendwas. Ich glaube, damit können wir eine Leine machen. Au. Alter, das tut weh. Alter, das hat echt viel Schaden gemacht. Ach du Kacke. Ich wusste, dass du so viel Schaden machst. Unnormal, Buddy. Hast du irgendwas fallen? Vielleicht irgendwas, was nützlich ist? Ha? Wie sieht's aus? Gar nichts? Kein Schleim, gar nichts? Nur XP? Das ist ein Scherz, oder? Komm schon, Buddy. Irgendwas. Oh nein. Ich dachte, die lassen Schleim fallen oder so, aber ich lag falsch. Oh nein, nicht du. Nicht du, Alter. Du bist echt frustrierend. Au. Oh mein Gott, das tut weh. Okay, du hast gewonnen. Oh. Du hast ja schon gewonnen. Ist ja okay, Mann. Ist ja okay. Lass mal kurz hier lang buddeln. Gucken, was es hier geben wird, Leute. Okay, nichts Interessantes auf jeden Fall. Ich meine, lässt du wenigstens irgendwas fallen? Ja, selbst wenn, dann verschwinden die Items ja wieder, ne? Lass mal hier nach unten gehen, würde ich sagen. Okay, da können wir nach unten gehen. Ist aber gerade ein bisschen zu tief. Ich dachte gerade, der eine will mich attackieren, aber... Das wäre ganz schön lächerlich gewesen, okay? Ich meine, ich habe dir gar nichts getan. Bitte, Leute, chillt. Chillt einfach, okay? Normalerweise müssen wir die Koordinaten aufschreiben. Das wäre das Sicherste. Mit der Höhe und alles. Lass mal sehen. Das sieht aus wie eine interessante Gegend, Leute. Da könnte etwas sein, was ich suche. Da unten ist sehr viel Sand. Oder was immer das sein soll, dieses graue Zeug. Vor allem hier gibt es auch keine Endermänner oder so, ne? So merkwürdig. So merkwürdig, dass es hier einfach gefühlt gar nichts gibt. Koordinaten sind auf jeden Fall minus 50.000, minus 200.000, das habe ich mir gemerkt. Aber wo ist diese eine Gegend mit den Lohen? Die muss es normalerweise überall geben. Vielleicht ist die ganz oben oder... Schnell tiefer als die Lava geht es ja nicht und ich sehe hier gar nichts. Und wenn ich auch da schaue, dann ist erst recht gar nichts da. Nun, eine weitere Sache, die sein könnte, genau ganz weit über mir. Das könnte natürlich sein, dass da mehr ist, indem wir es nach oben buddeln. Oder eher nach oben schauen und nicht immer nach unten, weil nach oben geht es auf jeden Fall noch hoch. Seht ihr das? Wenn ich wünschte, ich könnte mich an der Lava so hoch, naja, wie beim Wasser, hochschwimmen, aber ist halt leider nicht möglich. Nun, wir könnten mal gucken, ob wir irgendwie hochkommen. Ja, das sollten wir tun, vielleicht sogar hochkommen, oder? Übrigens, diese Glowstone-Lampen oder was immer sein soll, sehen dann wirklich aus wie Lampen an der Decke. Ich glaube, das sollen sogar Lampen sein, oder? Ich meine, die machen ja auch ein bisschen Licht, aber ja, das ist natürlich nicht mein Problem. Licht hin oder her. Uns fehlt das, was ich suche, okay? Und ich suche Lohn. Wird aber oben irgendwas sein? Das ist die Frage, boah, das sieht cool aus dort. Aber was ist, das ist die Frage, wird irgendwas oben sein? Ich meine, ich bin auf der Höhe 55.000. Sieht aus wie eine gute Höhe auf jeden Fall. Hier runter ist sehr... Oh mein Gott, gefährlich. Ach du Kacke. Komm ich da runter? Ich springe mal. Oh, ich hab's einfach so getan, Leute. War das überhaupt schlau? Ich weiß, es war nicht allzu schlau, aber ist okay, Leute. Runterfallen ist ja nicht schlimm. Wir können es ja immer wieder hochbauen. Und wenn wir zu weit oben sind, ist ja auch nicht schlimm. Aber ihr seht, dass ihr gar nichts seht. Ihr seht einfach, dass ihr gar nichts seht, okay? Wenn ich mich jetzt hier hochbaue, werde ich sterben. Sag einfach nein, okay? Egal, was passiert, sag einfach nein. Boah, ist das tief, ey. Würdest du dieses Mächtle im Zaun, wenn ihr alle Respekt auf jeden Fall? Ich glaube eher weniger. Nun, das Ding ist, ich würde ja nicht wirklich so viel Zeit investieren, wenn ich wüsste, es lohnt sich nicht. Aber der Fakt ist, wir müssen diese Gegend finden mit den Lohn. Wenn wir sie nicht finden, dann haben wir ein riesiges Problem, denn dann geht es erst recht nicht weiter. Dann können wir nämlich gar nicht weitermachen, weil wir müssen sie finden, um zum Ende dran zu kommen. Okay? Also es ist eine Pflicht. Und da ist mein Portal. Also ich finde es immer sehr leicht. Nun, eine weitere Methode, die wir machen könnten, eine weitere Sache ist, wir könnten versuchen, ein weiteres Portal zu öffnen in einer weiteren anderen Gegend. Einfach nicht aufgeben, Leute. Aber selbst hier war jetzt auch nichts, leider. Ja, immerhin kamen wir in eine andere Gegend, ne? Das ist halt schon mal ganz geil. Aber mehr auch nicht. Oh, mein Boot ist wieder da. Geil, Alter.
Ich dachte schon, du bist immer so verschwunden, Boot. Keine Ahnung, wo du warst. Nun, wir gehen jetzt mal zurück und probieren unser Glück nochmal. Hoffentlich diesmal mit mehr Glück. Aber ich meine, das Spiel muss ja diese Gegenden generieren. Ich weiß nicht mehr, wie die Gegend genau heißt, aber das sind so diese ruinartigen Gegenden, wo auch Holz ist. War das Holz? Ich glaube, es war sogar Holz. Oder ich bin mir gar nicht sicher, aber da gibt es Lohn, da gibt es Skelette. Aber ich spawne immer in Gegenden, wo es einfach nur Lava gibt und mehr nicht, okay? Das sind die einzigen Gegenden, deswegen, das müssen wir ändern. Wir müssen in eine bessere Gegend kommen. Anstatt neues Obsidian abzubauen, können wir einfach das nehmen von unserem, oder das hier, aber ich nehme einfach das hier, weil ich meine, dieses Portal ist ja wirklich unnötig. Vor allem, es hält immer noch, ne? Also man kann die Ecken wegmachen und es hält trotzdem noch. Ist sehr interessant auf jeden Fall. Das ist da quasi ein simples Portal, aber tja, jetzt ist kaputt, ne? Armes Portal ist hier nicht kaputt gegangen, Leute. Bin jetzt aber traurig. Zur Abwechslung würde ich sagen... Warte mal, bis wohin gehen die Blasen? Lass mal sehen, jetzt gehen die noch höher, ne? Ja, ich glaube, jetzt werden die noch höher gehen. Lass mal sehen, Leute, ich gehe mal hier hin. Ja, aber wie... Das ist das Problem, Leute. Ich weiß halt, das ist halt echt nicht so einfach, ne? Ist das nicht eine unendliche Wasserquelle? Ja. Jetzt haben wir hier eine unendliche Wasserquelle. Was auf jeden Fall schneller gehen wird dann. Richtig? Ist doch unendlich, oder? Ich glaube, ja, Leute. So, jetzt haben wir hier, wenn das alles 4 ist, 4×4... Ist das auch unendlich? Bedeutet, ich kann jetzt von hier. Lass mal sehen. Jetzt noch hier hin, okay. Ist interessant auf jeden Fall. Ich glaube, dadurch kommen wir immer höher, oder? Ja, irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Ach, es ist echt speziell, sag ich mal. Okay, Leute, ich habe mich entschieden. Ich will es anders machen. Anders ist geplant, weil ich will diesen Fahrstuhl auf jeden Fall hinbekommen. Ich habe es beim letzten Mal schon probiert. Und es hat nicht funktioniert. Aber ich will es hinbekommen, Leute. Keine Widerrede, okay? Oh no, hau bloß ab. Oh nein, nicht hier. Alles nur nicht hier. Überall nur nicht hier, okay? Oh Gott. Hier kannst du gerne explodieren. Hier ist okay. Genau, komm her. Hier kannst du so viel explodieren, wie du willst. Genau, mach einfach, okay? Danke. Oh Gott. Die müssen auch meine Gegend zerstören. Ich muss echt mehr Luft hier reinmachen, Leute. Aber okay. Diesmal habe ich eine Tür hier hingebaut. Ich habe mir so ein Tutorial auf YouTube angeguckt. Ich weiß nicht, ob das selbst bei Tutorials, okay? Verstehe ich es meistens nicht. Also... Ich weiß, ich komme gerade ziemlich dumm an, aber es ist okay, Leute, ich kann damit leben. Oh, wenn hier eine Tür ist, da kommt kein Oh mein Gott. Alter, okay, das klappt, Leute. Leider eine Sache, die nicht klappt gerade. Ich komme nicht wirklich raus. Ach du Scheiße. Was soll ich machen, wenn ich nicht rauskomme? Vielleicht lasse ich es doch, wenn ich von oben Wasser fallen lasse. Oh, lag es an der Tür? Ist es ein Scherz, Leute? Brauchten wir einfach Türen dafür? Weil wenn ja, dann bin ich sprachlos, wenn das so einfach war eigentlich. Weil dann heißt es ja eigentlich, ich kann eigentlich von oben Wasser fallen lassen. Das sollte reichen, oder nicht? Lass mal sehen. Ist das von hier Wasser fallen? Normalerweise müsste das doch jetzt gehen. Okay, lass mal sehen, Leute. Oh mein... Nein! Also reicht es doch nicht. Okay, krass, Leute. Problem ist leider, dass ich einfach verrecken werde, wenn es so weitergeht, okay? Ich meine, ihr seht, was hier passiert gerade. Es bringt mich zwar nach oben und das funktioniert auch alles. So, wie soll ich es besser bauen? Das ist die Frage, weil ich meine, ich bleibe da immer stecken. Okay, lass mal sehen, wie hoch ich jetzt komme. Wow, okay. Ich komme bis hierhin. Genau bis hierhin. Wahrscheinlich, weil hier, das hier, naja, das hier im Weg ist, oder? Ich glaube, weil das im Weg ist, Leute. Deswegen sieht es so problematisch aus. Ich glaube, wenn man es zumacht, dann geht es doch höher. Nein, 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 nein. Oh, oh mein Gott, ich sterbe immer fast, ey. Also, damit zu spielen ist echt wie mit dem Feuer, ey. Lass mal kurz sehen, wie hoch ich komme diesmal. Nur bis hierhin, wieso? Weil hier kein Wasser ist, oder wieso? Das ist die schwerste Challenge, die ich jemals hatte in Minecraft, jetzt ohne Scheiß. Ich habe gleich 4 Eimer gemacht, Leute. Nein, das war falsch. Oh Gott, das war falsch. Ich muss hier hin. Genau. Das nächste hier hin. Das nächste hier hin. Wir kommen langsam höher. Oh, ich bin fertig. Endlich. Oh mein Gott. Ich meine, es sieht noch nicht so geil aus, aber diese Tür hält das Wasser davon ab, rauszufließen. Dann macht man sie auf und dann geht man hier rein, Leute. Und das ist quasi so eine Art Wasserfahrstuhl. Und jetzt, wo ich jede einzelne Stelle... Oh, endlich. Ich weiß. Vielleicht nicht so spektakulär, wie ich am Anfang dachte, aber es ist witzig auf jeden Fall, okay? Und ich hab's geschafft, das zu bauen. Es ist witzig. Es ist wirklich witzig, Leute. Man kann theoretisch hier noch ein paar Zäune oder sowas hinmachen. Das könnte gehen auf jeden Fall. Ein paar Zäune, sodass man wirklich nicht runterfällt. Und dann hat man hier einen Fahrstuhl, der einen halt nach oben bringt. Und da kann man hier theoretisch noch einen machen. Aber nicht in dieser Folge, Leute. Womit man quasi dann auch nach unten kommt, okay? Es geht auch. Man kommt einfach nach unten, Leute. Indem man nicht diesen Sand benutzt, sondern Feuerstein. Oder wie auch immer das heißt, ihr wisst, was ich meine. Oder Lavastein oder was auch immer. Aber das bringt einen dann nach unten. Und so kann man einen Fahrstuhl machen, der einen nach unten bringt. Ah, oh, das war ein Akt, Leute. Das kann ich erzählen. Ich meine, Ewigkeiten hat es gedauert. Aber das Anstrengende ist halt, man kann einfach nicht Wasser von oben nach unten fließen lassen, sondern man muss wirklich von unten nach oben die ganze Zeit Wasser hinmachen. Was komplett crazy ist. Und ich meine, weil es so episch ist und weil ich dafür fast eine Stunde gebraucht habe, lass uns das normal machen.
Das war 100%ig wert, Leute. Das war sowas von wert. Besser geht's gar nicht, Leute. Mehr wert. Ich habe noch nie was gemacht, was weniger wert war. Mehr wert war. Wie auch immer, Leute. Spiel keine Rolle, okay. Es müsste in Minecraft so ein Trampolin geben. Das war witzig. Wo man quasi so nach unten springen kann. Bestimmt gibt's eine Mod für ein Trampolin, Leute. Aber es ist noch nicht ganz fertig. Es muss doch cool aussehen, Leute. Das Cool Ice Level muss hoch genug sein. Oder, ja, besser sein auf jeden Fall. Weil es reicht nicht, wenn das Cool Ice Level nicht groß genug ist. Dann haben wir ein Problem, Leute. Wir haben Magma-Creme bekommen. Klingt nach etwas, was ich gerne essen würde. Bruno, was geht ab, alter Kumpel? Na? Ich meine, stehst du hier den ganzen Tag einfach nur? Den ganzen Tag? Wieso schaut er mich nicht an? Hallo, ich bin hier. Er will mich nicht anschauen. Was ist das Problem? Ich dachte, wir wären Freunde. Ich glaube, er ist beleidigt, Leute. Er kommt immer noch nicht auf den Tod von Rudy klar. Das ist natürlich ein Problem, Leute, ne? Ein großes Problem, was wir haben. Ich bin eigentlich gespannt, ob so eine Glasscheibe hier auch halten würde. Ich glaube ja, ne? Eine Glasscheibe soll es auch tun, Leute. Damn, wirklich? Ich glaube ja, eine Glasscheibe soll es auch tun. Okay, das ist witzig. Wir haben nicht genug, leider, aber das sollte eigentlich reichen, Leute. Das sieht sogar noch cool aus, das Glas. Autsch, nicht schon wieder. So, so, so. Und so. Warte, nochmal eine. Normalerweise sollte jetzt nichts mehr rausfliegen. Alter, Glasscheibe sieht sogar noch cool aus, das Glas selbst. Ich habe zu wenig Glasscheiben in meinem Leben gemacht, das steht fest. Yes, es ist fertig, Leute. Es ist fertig. Und es sieht cool aus. Es sieht einfach cool aus. Ich liebe es. Es ist komisch, dass ich stolz bin auf meinen eigenen Wasserfahrstuhl, Leute. Ich weiß nicht genau, ob es komisch ist, aber auf jeden Fall wäre es witzig, wenn wir auf der anderen Seite noch einen machen würden. Vor allem, ich habe ja auch kaum geredet in dieser Folge. Ich habe einfach nur gemacht, weil es so lange gedauert hat, okay? Ich weiß nicht mal, wie lange die Folge sein wird dadurch, aber... Oh... Und das war nicht mein Plan heute. Aber es ist einfach cool. Es sieht einfach episch aus, Leute, okay? Es ist die beste Kreation, die ich jemals hatte in meinem Leben. Leider ist es sogar wahr. Ist das traurig, Leute? Hier können wir auch Glas machen, wenn wir wollen. Oder können wir hier den hier machen? Alter. Oh nein, 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 nein. Das Problem ist nicht, dass ich meine Items verloren habe. Nein, die sind doch hier. Das Problem ist, alle meine Level sind weg. Jedes einzelne meiner Level. Außer 7. Okay, ist okay, Leute. Ich kann damit leben. Ich kann damit leben, okay? Ich habe meinen eigenen Wasserfahrstuhl gebaut. Und ich bin glücklich. Glücklich. Einfach glücklich, okay? Hast du mich hier schon mal so glücklich gesehen? Ich glaube eher weniger. Hey, du kleiner Loser. Geh zu deiner Mama. Oh mein Gott, ich feiere das so extrem, Leute. Das ist der Wahnsinn. Aber nun, Leute, ich werde das Video für das Mal stehen lassen. Also für eine weitere Folge von Minecraft, lasst dann nach oben da. Abonnieren und kostenlos, um keine Videos mehr ändern zu verpassen. Falls du es getan hast, aktiviere die Glocke da unten. Dann wirst du benachrichtigt, sobald ich das Video hochlade und du gehörst zu locken, ey. In der Beschreibung findest du mein Merch und mein Instagram. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. 3, 2, 1, bye.